Hallo und herzlich willkommen auf dem Pflichtsender. Heute stelle ich euch die Top 8 Vorsätze für das neue Jahr vor. Nummer 8. Weniger saufen und mit dem Rauchen aufhören. Ja, ihr habt richtig gehört. Ziemlich viele nehmen sich vor, nicht mehr so viel Alkohol zu trinken und mit dem Rauchen aufzuhören. Im Schnitt ist es jeder Zehnte. Das ist die Nummer 8. Nummer 7 dieser Top 8 ist die Zeit vor Computer und Fernseher. Das heißt, sehr viele Menschen wollen nicht mehr so viel Zeit vor dem Computer bzw. vor ihrem Fernseher verbringen. Aber die Frage ist dann natürlich, ist es überhaupt heute möglich? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann es mir nicht vorstellen, weniger Zeit vom Computer oder Fernsehen zu verbringen. Also vom Fernseher schon, aber vom Computer nicht. Nummer 6. Geld. Also sparsamer sein. Also endlich mal sinnvoller Geld ausgeben. Viele wollen tatsächlich im täglichen Leben sparsamer sein. Weniger Geld für Mode und Klamotten ausgeben und unnütze Sachen. Was auch immer das ist. Nummer 5. Mehr Zeit für Hobbys und Unternehmungen. Also gestern hat's geschneit, wieso nicht mal einen Schneemann bauen? Schneemann, eine Schneefrau. Wieso nicht mal einen Schneemenschen bauen? So, haben wir es auch richtig gegendert. Dieser Vorsatz ist wohl eher für all diejenigen, die Tag ein, Tag aus nur lernen oder auf Arbeit mal lochen, ne? Aber nie Spaß haben. Ansonsten wird ja wohl keiner einen Vorsatz brauchen, um ein bisschen Spaß zu haben. Da fällt mir dieser Spruch ein, es gibt nichts, worunter das Arbeitsklima so leidet wie unter ständiger Arbeit. Lustig. Nummer 4, mehr Lernen und mehr Fortbildung. Man mag es kaum glauben, aber die Nummer 4 der Top 8 Vorsätze fürs nächste Jahr, es ist wirklich verrückt, ist, dass die Leute sich mehr Zeit nehmen wollen, um zu lernen in ihrer Freizeit. Also lernen als Hobby. Super, ne? Wenn man sich überlegt, dass Vorsatz Nummer 5 war, mehr Zeit für Hobbys zu haben und Vorsatz Nummer 4 mehr Zeit fürs Lernen, also für Arbeit, glaube ich, dass Leute einfach mehr Zeit brauchen. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir den 24-Stunden-Tag auf 48 Stunden erhöhen. Nummer 3, allein sein. Viele wollen einfach mehr alleine sein bzw. ihren eigenen Interessen nachgehen. Ja, wie am Strand spazieren gehen. Hört sich irgendwie langweilig an, aber nun gut. Nummer 2. Mehr Zeit für die Familie. Ja, das hört sich doch mal sinnvoll an. Endlich mehr Zeit für die Familie. Müll raustragen, Küchenarbeit, Haushaltsarbeit generell, Scrabble-Abende. Mehr als 50% haben diesen Vorsatz und anscheinend ist es für die Leute also sehr wichtig. Und die Nummer 1 der obskuren, naja, nicht, also was halt Leute wollen, das sind ja nicht meine Vorsätze hier. Das ist ja Nummer 1, dieser partiell obskuren Top-8-Liste. Weniger Stress und gesündere Ernährung. Richtig, die meisten nehmen sich vor, besser auf sich selbst aufzupassen, dadurch, dass sie gesünderes Essen zu sich nehmen. Also weniger Fastfood und den ganzen Mist, der halt gut schmeckt. Gleichzeitig wollen sie auch mehr Sport machen. Deswegen sind da diese drei verstörten Kinder zu sehen auf diesem Bild oben. Zusammengefasst muss ich sagen, dass ich mich jetzt mal der Top 1 anschließe. Weniger Stress hört sich super an. Wenn ihr auch Vorsätze habt, dann könnt ihr sie ja unten in die Kommentare schreiben. Viel interessanter wäre es allerdings zu wissen, ob ihr es jemals geschafft habt, euch an eure Ziele zu halten. Bei mir selbst ist es nach 2 Wochen meistens schon wieder vorbei. Schreibt ihr euch eure Ziele auf oder belohnt ihr euch selber? Wie macht ihr das denn? Hier fehlt da die richtige Strategie, glaube ich. Falls ihr irgendeine Strategie habt, sodass aus euren Vorsätzen auch langfristige Taten bzw. Erfolge werden, teilt mir das gerne mit. Das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender.